Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, Kopf macht man sich immer. Ne? Es geht jetzt nicht mehr darum, negativ zu denken, sondern du musst einfach versuchen, dein Spiel durchzuziehen bis zur 92., 93. Minute, bis der Schiri abpfeift. Es sind auch unglückliche Dinge, die dann dazukommen. Es passiert halt, ne? Aber man darf das jetzt nicht an sich ranlassen. Ich habe das ja jetzt leider Gottes auch letztes Jahr erlebt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen ruhiger und spannend, weil alles drin ist und wir 9 Punkte haben. Ich denke, die Mannschaft wird es schon reißen. Ja, Zusammenhalt ist immer wichtig. Ne? Wenn du oben stehst, ist es immer einfacher zusammenzuhalten, als wenn du ganz unten stehst und Fehler machst. Aber gerade dann braucht man es und dann zeigt man Charakter. Und wenn wir eine Charaktertruppe sind, dann werden wir es jetzt tun und werden wir zusammenhalten, so wie wir es die ganze Zeit tun. Ich habe da schon mal gespielt und ist ein kleines Stadion auch, enges Stadion. Pott ist auch nicht so weit weg. Ich denke, da wird es gut zur Sache gehen. Wir müssen uns in alles reinknallen, was geht und versuchen dort die 3 Punkte mitzunehmen. Ja, spielerisch guten fußballerischen Gegner, ne? Die spielen guten Fußball, die wollen immer hinten raus spielen, die spielen kaum lange Bälle und ja, wir müssen einfach dagegenhalten, gut organisiert sein und auch selbst Fußball spielen, nur so werden wir dort gewinnen. Ich finde ihn als Mensch sehr gut, als Trainer auch gut, wir arbeiten gut zusammen. Ich finde auch, er hat eine gute Spielphilosophie mit dem Pressing, was er vorne anlaufen lässt, auch mit dem Fußballerischen, was wir versuchen hinten raus zu spielen. Ich finde seine Art gut, ich finde ihn als Mensch gut und bis jetzt, denke ich mal, haben wir das auch bewiesen auf dem Platz. Es waren halt jetzt 2, 3 unglückliche Ergebnisse, aber das passiert. Das ist meine Position, die ich am meisten spielen werde in meiner Saison und auch in meiner ganzen Karriere. Das ist meine Position, die ich liebe. Vorne kann ich auch spielen, das ist gar kein Problem, aber ich bin Linksverteidiger, ich bin dort gelernt, dort habe ich auch schon tolle Spiele gemacht und ich denke, dass ich in meiner Karriere dort weiter auftrumpfen werde. Ja, ich habe mich eingewöhnt. Es geht ja relativ schnell, weil ich auch nicht so weit weg war hier in Ostwestfalen. Das ging ganz, ganz schnell, aber Lieblingsorte nicht. Ich gehe gerne in die Stadt, ich gehe gerne Kaffee trinken, ins Kino. Das ist so, was ich gerne mache. Ich bin gern zu Hause. Also jetzt keine Lieblingsorte, wo ich jetzt mich jeden Tag aufhalte oder so. Außer zu Hause. Weil wir begriffen haben, worum es geht, weil wir uns in alles reinwerfen werden, was wir haben. Wir werden fußballerisch weiter so auftrumpfen, wie wir jetzt gespielt haben. Wir werden unsere Torchancen rausspielen und werden die Tore dann auch machen, weil wir stabil im Kopf sind. Wir wissen, worum es geht und wir wissen, für wen wir spielen, dass wir das für Arminia machen. Und deswegen werden wir es auch schaffen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.